Lilly saß in der vorletzten Reihe im Verwandlungsunterricht und sah aus dem Fenster. Ihre Gedanken hingen immer noch beim Morgen. Sie war in ihrem Bett aufgewacht, hatte sich genüsslich gestreckt und gegähnt. Obwohl sie nur wenig geschlafen haben konnte, fühlte sie sich erstaunlich ausgeruht. Sie hatte geträumt, und irgendwann in diesem Traum hatte James ihr gestanden, dass er sie liebte. Lilly schüttelte leicht den Kopf. An dieser Stelle war sie bereits in den letzten 2 Unterrichtsstunden angekommen, und jedes Mal fragte sie sich, warum sie so etwas träumte und dabei auch noch Herzklopfen hatte. Auf der anderen Seite des Klassenzimmers, in der letzten Reihe, hörte sie James leise über etwas lachen, das Sirius ihm gerade zeigte. Sie lächelte. Schnell zog sie ihr Pergament hervor und schrieb: »Wann bin ich eigentlich eingeschlafen?« Verwundert öffnete James das Gegenstück zu Lillys Pergament, das gerade kurz flammendrot aufgeleuchtet hatte. Er warf Lilly einen Blick zu, die aber schon wieder aus dem Fenster sah. Er lächelte, als er ihre Frage las. »Na, Schlafmütze? Ich würde sagen, du bist gegen 4:30 eingeschlafen. Hast noch irgendwas vor dich hingemurmelt und dann warst du auch schon im Land der Träume.« »Oh, tut mir leid. Das kam so plötzlich. Wie unhöflich von mir.« Lilly lächelte, als sie schrieb: »Keine Panik. Ich hab die Stille genossen. Haha.« »Wie unhöflich von dir. Da ich in meinem Bett aufgewacht bin und Mary mir weder die Ohren voll geheult hat, dass sie mich nach oben levitieren musste, noch mich gefragt hat, was ich unten im Gemeinschaftsraum gemacht habe, gehe ich davon aus, dass du dieses kleine Treppenproblem wieder umgangen hast, oder?« »Gut erkannt. Sag mal, ist es mir nur so vorgekommen, oder hat die Weihnachtszeit mit der ganzen Schokolade und so dir besser getan, als sie eigentlich sollte?« James setzte seine Feder ab und warf ihr sein unschuldigstes Lächeln zu. Lilly stand sprachlos, der Mund offen. »Das ist ja wohl die Höhe! James Potter, du bist wirklich unverschämt! Und ich dachte immer, du würdest etwas vom Umgang mit Frauen verstehen. Ich sollte den Gerüchten wohl besser keinen Glauben schenken.« »Und ich dachte, du verstehst Spaß. Das war nur ein Scherz. Du bist leicht wie eine Feder, Cherie.« James warf Lilly einen Blick zu und sah, dass sie immer noch ziemlich aufgebracht aussah. Er zwinkerte ihr zu und schenkte ihr ein schiefes Lächeln, in der Hoffnung, sie zu besänftigen. Lilly sah zu ihm hinüber und wurde weich, als sie sein Lächeln sah. Sie sah wieder auf das Pergament und las sich seine letzten Worte nochmal durch. Als sie bei seinem Kosenamen angekommen war, wurde ihr unwillkürlich warm im Bauch. Seit wann hatte James es eigentlich so leicht, sie zu besänftigen? »Na gut, dir sei gnädigst verziehen.« Erst lächelte sie, doch dann fiel ihr etwas auf. »Sag mal, ist es nicht eigentlich egal, wie schwer etwas oder jemand ist, wenn man ihn levitiert? Woher willst du denn wissen, wie leicht ich bin?« James wurde mit einem Mal heiß. Schnell senkte er den Kopf in der Hoffnung, dass niemand seinen rot angelaufenen Kopf bemerkt hatte, und vergrub eine Hand in seinem Haar. Mit der anderen schrieb er weiter: »Das kommt drauf an, wie man levitieren definiert.« »Verrat mir doch einfach, wie du es definieren würdest.« »Naja, ich würde es als magiefrei bezeichnen.« »Willst du sagen, du hast mich hochgetragen?«
Das kommt ganz darauf an, wie du darauf reagierst. Ein leises Lachen entfuhr Lilly, als sie seine vorsichtige Antwort las. Sie hatte ihm scheinbar ganz schön zugesetzt früher. Hey, hast du etwa Angst vor mir? Nun sag schon, hast du mich tatsächlich getragen? Warum denn das? Ich hab keine Angst vor dir. Schön, ich hab dich getragen. Und warum? James zögerte. Sollte er jetzt aufs Ganze gehen und ihr die Wahrheit sagen? Oder würde sie das nur wieder verschrecken? Er seufzte und fluchte gleichzeitig innerlich, dass Lily Evans so schwer zu durchschauen war. Vielleicht mag ich es einfach, wenn du so nah bei mir bist. Oh, okay. Lily wusste nicht, was sie antworten sollte. Ihr Magen spielte gerade verrückt und das verwirrte sie ungemein. Sie erinnerte sich daran, wie sich der Abstand zwischen ihnen in den frühen Morgenstunden immer weiter verringert hatte und war sich auch ziemlich sicher, dass sie schließlich an seiner Schulter eingeschlafen war. Einerseits sollte sie ihn vielleicht besser nicht noch weiter ermutigen, aber andererseits hatte sie es genossen und wusste ganz genau, was er meinte. James stöhnte auf und fing sich dafür einen verwirrten Blick von Sirius ein. James zuckte nur mit den Schultern und wandte sich wieder seinem Pergament zu. Er hätte ja ahnen können, dass sie wieder so reagierte. Tut mir leid, wenn dir das unangenehm ist. Kommt nicht wieder vor. So war das gar nicht gemeint. Lilly biss sich auf die Lippen. Von wegen unangenehm. Ganz im Gegenteil. Wie gut, dass er das nicht wusste. Ist schon in Ordnung. Naja, vergiss es. Auf jeden Fall. Danke. Gern geschehen. Ach, Lilly, bevor ich es vergesse, ich habe ein Stück Pergament auf deinem Nachtschrank gefunden und meine Schrift darauf erkannt. Ich hab's mir eingesteckt, weil ich es nochmal durchlesen wollte. Du hast doch nichts dagegen, oder? Wie? Was hast du gemacht? Welches Pergament denn? Mit erschrockenen, aufgerissenen Augen starrte Lilly auf den letzten Satz. Sie raste durch ihre Gedanken und überlegte fieberhaft, welches Pergament er mitgenommen haben könnte. Ihr fiel nur eines ein, das dort offen gelegen haben könnte, nachdem sie ihr Weihnachtsgeschenk hervorgezogen hatte, um James zu schreiben. Oh nein, bitte alles, nur nicht. Ach, nur das Pergament über den Kürbiskopf. Ich lese es gerade durch. Hey, Evans, du warst ja vor ein paar Wochen noch eine ganz schöne Zicke. Genau das Pergament. Was heißt hier Zicke? Wenn du mich nicht immer so auf die Palme gebracht hättest, dann hätte ich auch nicht so reagiert. Musst du dir denn das Ding nochmal alles durchlesen? Das war doch eh nur der blöde Streit und die noch blödere Wette, die zu einem noch blöderen Streit geführt hat. Es macht mir aber Spaß, es durchzulesen. Das erinnert mich daran, wie du werden kannst, wenn du auf stur schaltest. Ich muss ja schließlich wissen, auf was ich mich mit dir einlasse. James drehte sich zu ihr, um ihr ein schiefes Grinsen zuzuwerfen. Er liebte es einfach, sie ein wenig zu triezen. Doch als er sich Lilly zuwandte, sah er, dass ihr Gesicht krebsrot angelaufen war. Verwirrt runzelte er die Stirn. Lilly sah ihn nicht an, sondern hielt ihren Blick starr auf das Pergament vor sich. Innerlich verfluchte sie sich wieder und wieder. Wieso hatte sie dieses verdammte Pergament nicht wieder in ihren Nachttisch geschoben? Was, wenn er es herausfinden würde? Sie versuchte ruhig zu atmen, aber ihr Puls spielte verrückt. Ich bin überhaupt nicht stur. Und du hättest dir nicht einfach das Pergament nehmen dürfen,
nur weil du deine Schrift erkannt hast. Das ist Diebstahl. Jawohl. Komm mal wieder runter, Lil. Ich gebe es dir nach der Stunde ja wieder. Was hast du denn für ein Problem damit, wenn ich es mir nochmal durchlese? Ich hab kein Problem damit. Was soll ich denn für ein Problem haben? Ich finde nur, du hättest mich fragen können, bevor du es nimmst und liest. James musste sich beherrschen, um nicht laut loszulachen. Lillys Gesicht hatte mittlerweile die Farbe einer knallig roten Christbaumkugel angenommen, und er hätte schwören können, dass sie den Raum mit ihrem Kopf ein wenig erhellte. Das konnte er erkennen, obwohl sie ihn nicht einmal ansah. Er hatte eine Idee. In einem unaufmerksamen Augenblick des Professors schwang James seinen Zauberstab und richtete ihn auf ein Stück Pergament, welches sich sofort in eine Art Origami zusammenfaltete und auf Lily zuflatterte. Er musste sie einfach dazu bekommen, ihn anzusehen. Er lief Lily Evans seit Jahren hinterher, und es wäre doch gelacht, wenn er nicht in der Lage sein würde, ihre Gesichtsausdrücke zu deuten. Denn genau in diesem Augenblick war er mehr als verwirrt von ihrer komischen Haltung. Als ob es sie wirklich etwas kümmern würde, dass er das Pergament genommen hatte. Da steckte etwas anderes dahinter. Lily hatte die Stirn gerunzelt und ärgerte sich noch immer über sich selbst. Zudem hatte sie 1000 wirre Gedanken im Kopf. Im Stillen betete sie, dass James das Pergament einfach nur überfliegen und sich weiter keine Gedanken machen würde. Ein leises Flattern und Rascheln erhaschte ihre Aufmerksamkeit. Sie sah auf und bekam gerade noch mit, wie ein kleiner Papiervogel sich vor ihr auf dem Tisch niederließ. Unwillkürlich lächelte sie und drehte sich zu James um. Er sah mit gespannter Miene zu ihr herüber, und sofort wurden ihre Wangen wieder heiß und sie wandte sich schleunigst ab. »Na, ganz toll, Evans«, sagte sie zu sich selbst und schloss seufzend die Augen. »Das macht es natürlich gleich viel unauffälliger.« Wenn James am Anfang noch verwirrt gewesen war, war das nichts im Gegensatz zu seinem jetzigen Zustand. Erst hatte sie kurz gelächelt, das hatte er genau gesehen. Und dann hatte sie ihn angesehen und war schon wieder puterrot angelaufen. James raufte sich sein Haar und seufzte. Er war heillos durcheinander. Er wusste einfach nicht, was mit Lily los war, und das wurmte ihn. Aber eines wusste er ganz sicher. »Du bist eine miserable Lügnerin. Raus mit der Sprache!« »Was stimmt mit dem Pergament nicht? Hast du vielleicht irgendwelche Herzchen um Aubreys Namen gekringelt, die ich noch nicht gesehen habe? Oder hast du Mrs. Lily Melonenkopf draufgeschrieben?« James Worte klangen härter als beabsichtigt, aber das merkte er erst, als Lily dabei war, seine Worte zu lesen. »So ein Quatsch! Ich dachte, das hätten wir längst geklärt.« »Ich hatte nie vor, Mrs. Melonenkopf zu werden.« Lily musste lächeln. Es ging nicht anders. Sie schüttelte den Kopf und kicherte leise. Für einen Moment hatte sie ihre Unruhe vergessen. »Sondern, und sag mir endlich, was mit dir los ist.« »Mit mir ist gar nichts los. Ich weiß nicht, was du meinst.« »Okay, na schön. Wie du meinst. Dann hast du wohl auch kein Problem damit, wenn ich weiterlese, oder?« »Mist, Mist, Mist.« Lily kniff die Lippen zusammen. Sie musste unbedingt ihre Taktik ändern. »Vielleicht funktionierte es mit umgekehrter Psychologie und er würde das Interesse verlieren? Oder sie wechselte das Thema?« »Nein, lies ruhig. Sag mal, so nebenbei, hast du denn deinen Pulli jetzt schon gefunden?«
Themawechsel. Was, Lilly? Nein, habe ich nicht. Und jetzt entschuldige mich. Ich habe ein Pergament zu lesen. Weißt du, James, du solltest wirklich lieber mal im Unterricht aufpassen, anstatt irgendetwas Unwichtiges unter dem Tisch zu lesen. Du bist doch immerhin Schulsprecher. Weißt du, Lilly, du solltest wirklich lieber mal im Unterricht aufpassen, anstatt irgendwelchen Personen ständig Briefchen zu schreiben und sie auch noch anzulügen. Du bist doch immerhin Schulsprecherin. Lilly drehte sich zu James um, zog die Nase kraus und streckte ihm die Zunge raus, bevor sie zurückschrieb. Erwischt, du hast einen schlechten Einfluss auf mich. Du solltest dich schämen. Ich werde mich in die Ecke stellen und mich ganz furchtbar schämen, versprochen. Aber gib mir vorher noch ein paar Minuten, um das Pergament durchzulesen. Bitte, tu, was du nicht lassen kannst. Nachdem Lilly geantwortet hatte, starrte sie wieder aus dem Fenster. Sie wusste nicht, wie sie ihn davon abhalten sollte, dieses verflixte Pergament zu lesen, ohne einen noch größeren Aufstand zu machen. Wenn sie Glück hatte, würde er es überfliegen und nichts bemerken. Aber so wie sie sich aufgeführt hatte, musste sie mit allem rechnen. Was sollte sie dann nur machen? James wandte einen Blick misstrauisch in Lillys Richtung und zog die Augenbrauen zusammen. Irgendwas stank hier ganz gewaltig. Und es war ganz sicher nicht Peter neben ihm. James schüttelte den Kopf und wandte seine Aufmerksamkeit nun endlich richtig dem Stück Pergament zu. Er las ein Stück durch, lachte dann laut auf und fing sich dafür einen wütenden Blick von seinem Professor ein. James stupste Sirius in die Seite. »Hey, Tatze, sieh dir das mal an!« erreichte Sirius das Pergament und deutete auf die Stelle, die ihn zum Lachen gebracht hatte. »Erinnerst du dich auch noch so gut an Aubrey und seinen Vortrag wie ich?« wisperte er ihm zu und ein Grinsen zog sich über sein Gesicht. Lilly schaute vom Fenster zu James, als sie ihn lachen hörte. Er hatte wieder mit Sirius die Köpfe zusammengesteckt und beide waren über das Pergament gebeugt. Nervös kaute sie auf ihrer Unterlippe. Grinsend ließ James seinen Blick wieder zu Lilly wandern und runzelte dann die Stirn. »Hey, Lil, bist du sicher, dass alles okay ist? Du siehst aus, als würde es dir gar nicht gut gehen.« »Mir geht's fantastisch, wirklich, alles fein.« Was sollte sie ihm auch sonst sagen? »Ich hab Angst, dass du weiterliest und dir ein Licht aufgeht und ich mich wahrscheinlich völlig blamiere und dir nie wieder ins Gesicht sehen kann?« »Wohl kaum.« »Lügnerin.« James seufzte und las wieder auf seinem Pergament weiter. Wenn sie ihm nicht sagte, was mit ihr los war, wusste er auch nicht mehr weiter. Sie dazu zwingen, es ihm zu sagen, konnte er sie schließlich auch nicht. Als James weiterlas, musste er sich beherrschen, nicht noch einmal laut loszulachen. »Hey, Lil, weißt du noch, als ich dir geschrieben hatte, ob du dich mehr zu mir hingezogen fühlen würdest, wenn ich auch so ein T-Shirt mit »Rettet die Flubberwürmer« tragen würde? Und jetzt habe ich wirklich so eins.« Lilly sog scharf die Luft ein, als sie James' Worte las. Mit aufgerissenen Augen starrte sie entsetzt auf seinen letzten Satz. Verwirrt sah James zu Lilly hinüber, wieder auf das Pergament und dann wieder zu Lilly. Hatte er etwas Falsches gesagt? »Lil, alles klar?« Lilly war heiß und kalt. Warum zum Teufel war sie so nervös? Sie hatte eine Gänsehaut und ihre Hand zitterte leicht, als sie versuchte, die Feder anzusetzen. Nach zwei Versuchen gab sie auf, legte die Feder zur Seite und sah angestrengt in ihr Verwandlungsbuch.
Sie traute sich nicht, James anzusehen. Was war nur auf einmal mit Lily los? Sie hatte sich ja schon die ganze Zeit über, seit er ihr gesagt hatte, dass er das Pergament mitgenommen hatte, komisch verhalten. Aber das war nichts im Vergleich, wie sie sich nun aufführte. James las sich den Satz auf dem alten Stück Pergament noch einmal genau durch. Wenn ich auch ein T-Shirt mit dem Spruch »Rettet die Flubberwürmer« darauf tragen würde, würdest du dich dann eher zu mir hingezogen fühlen? Er runzelte die Stirn. In seinem Gehirn ratterte es förmlich und er suchte nach einer Antwort. Auf einmal durchfuhr es ihn wie ein Blitz und er keuchte leicht auf. Eine Antwort? Konnte es das sein, was er dachte? Nein, das war unmöglich, das war lächerlich. Er machte sich nur wieder unnötige Hoffnungen. Er bemerkte, dass sein Mund immer noch offen stand und schloss ihn rasch wieder. Er konnte nicht anders. Er musste sie einfach fragen, auch wenn es lächerlich war, auch wenn es fast ausgeschlossen war. Aber er musste sie fragen. Lily, weißt du noch, als du mir eine Antwort auf eine Frage gegeben hast, die ich dir mal gestellt hatte? Weißt du noch, was du geantwortet hast? Diesmal hielt Lily die Luft an. Entsetzt sah sie für den Bruchteil einer Sekunde zu James hinüber. Dann fuhr ihr Blick hastig zurück auf das Pergament vor ihr. Er weiß es. Oh, verdammt. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte von Anfang an nicht so einen Aufstand machen dürfen. Shit, shit, shit. James blinzelte. Sein Herz klopfte wie verrückt. Konnte es wirklich stimmen? Konnte es sein, dass er nach all den Jahren der Abweisungen endlich nur noch einen kleinen Schritt von seinem Ziel entfernt war? Sollte es sich alles ausgezahlt haben? War es tatsächlich die Frage auf diese geheimnisvolle Antwort? Scheiße, entfuhr es James laut, und alle Blicke wandten sich nun auf einmal ihm zu. »Wie bitte, Mr. Potter?« fragte Professor McGonagall bedrohlich und schürzte die Lippen. James fuhr sich durch sein Haar und lachte zögerlich. »Ah, scheiße, gut sehen Sie mal wieder heute aus, Professor.« James schluckte und ein unangenehmes Grinsen zog sich über sein Gesicht, als die komplette Klasse in Gelächter ausbrach. »Ruhe!« rief Professor McGonagall, und mit einem Mal war es im Klassenzimmer mucksmäuschenstill. »Nachsitzen, Potter, heute Abend!« Ihre Lippen waren nur noch ein schmaler Strich, doch in ihrem Mundwinkel zuckte es verdächtig. »Ja, Ma'am«, meinte James, der gerade nicht ganz anwesend zu sein schien. In Gedanken war er immer noch bei Lily. »Da war dein Mund mal wieder schneller als dein Kopf.« »Was, Krone?« meinte Sirius neben ihm und wischte sich die Lachtränen aus den Augen. »Scheiße, gut sehen Sie heute mal wieder aus, Professor?« »Krone, ich wusste ja, dass du auf Ältere stehst wegen Lilly und so. Aber dass du dann gleich so einen großen Sprung machst?« Er fing wieder an zu lachen, doch James hörte ihm nicht richtig zu und warf wieder einen Blick zu Lily, die ihn immer noch nicht ansah. Es war zum Verrücktwerden. Er musste sie unbedingt nach der Stunde abfangen. Mary stieß Lily in die Rippen. Ihre Augen funkelten und sie strahlte über das ganze Gesicht. »Mensch, Lily, das war lustig. Du könntest wenigstens so höflich sein und über James' Witze lachen. Ich denke, ihr seid jetzt Freunde.« Lily sah ihre Freundin irritiert an. »Was?« Mary runzelte die Stirn. »Hast du denn gar nichts mitbekommen? Wo bist du denn mit deinen Gedanken?« Dann sah sie Lily mit zusammengekniffenen Augen an. »Weißt du, dass du ganz schön blass bist?« Lillys Augen weiteten sich.
Wie ein Mantra ging ihr nur noch ein Satz durch den Kopf. Er weiß es, er weiß es, er weiß es. Ich muss, ich, mir ist. Sie drehte sich wieder zu James um, was sicherlich ein Fehler war, denn sie sah, wie seine Augen leuchteten. James seufzte laut auf. Lily sah überhaupt nicht glücklich aus. Doch diesmal würde er sich sein kleines Fischchen nicht aus den Fingern schlüpfen lassen, wenn er so kurz davor stand, es einzufangen. Er rechnete schon mit einem Fluchtversuch ihrerseits, wenn die Glocke läuten würde, und er war bereit. Und Lily wusste das. Sie kannte James mittlerweile so gut, dass ihr klar war, er würde sie auf keinen Fall entkommen lassen, wenn es erst einmal geklingelt hatte. Mit zittrigen Fingern nahm sie noch einmal die Feder auf und schrieb endlich eine kurze Antwort. »Tut mir leid.« »Tut dir leid? Was tut dir leid, Lily?« Doch anstatt zu antworten, hatte Lily ihre sämtlichen Sachen in ihre Tasche gestopft, während James geschrieben hatte, und stand auf. Ihre Lehrerin drehte sich bei dem Geräusch des Stuhls um und zog die Augenbrauen in die Höhe. »Wenn ich mich nicht irre, Miss Evans, dann habe ich noch eine gute halbe Stunde.« »Verzeihung, Professor, aber mir geht es nicht gut. Ich muss dringend zu Madame Pomfrey.« Und ohne eine Antwort abzuwarten, weil sie wusste, es war ihre einzige Chance, drehte sie sich um und flüchtete aus dem Klassenraum. Weg von James, weg von ihren Briefchen, weg von ihrer eigenen Dummheit, weg von der Gefahr, sich selber eingestehen zu müssen, dass sie, nach all der Zeit, doch mehr für den Mädchenschwarm James Potter empfand, als sie je geahnt hätte. James sah ihr hinterher, verfolgte jeden ihrer Schritte, bis sie mit gesenktem Kopf und wippendem Haarschopf die Tür hinter sich schloss. James seufzte auf und raufte sich durch sein Haar. Er wurde aus Lily Evans einfach nicht schlau. Wieso hatte sie denn nur so viel Angst davor, bei ihm zu sein? Geschweige denn, mit ihm zusammen zu sein? Er konnte es nicht mehr ertragen, wenn sie ständig vor ihm davonlief. Er hatte es nie. Doch nun war alles noch viel schwerer, denn er wusste, dass zwischen Lily und ihm etwas war, und er wünschte sich in diesem Augenblick nichts mehr, als ihr die Angst vor dem zu nehmen, von dem er keine Ahnung hatte, was es war. Frustriert ließ er seinen Blick wandern und blieb an dem alten Stück Pergament vor ihm hängen. Ein Lächeln zog sich über sein Gesicht. Er würde Lily ihren Freiraum lassen. Zeit zum Nachdenken, um sich über das bewusst zu werden, was sie wirklich wollte. Und um dann vielleicht auch endlich eine Antwort auf die Frage nach der Frage mit der Antwort zu bekommen. Er konnte warten. Sie sollte diesmal selbst auf ihn zukommen. Und wenn es dann soweit war, wäre er bereit.